Auf unserer heutigen Lost Place-Erkundung war uns eine Sache bewusst. Hier werden wir garantiert erwischt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum erwischt werden, aber schaut euch einfach mal den Zugang an. Ich denke, ihr konntet es sehen, und zwar mussten wir hier durch ein winzig kleines Fenster direkt an der Hauptstraße durchkriechen. Oh, warte, da kommt jetzt schon, da kommt so ein richtig aggressiver Opa, warte. Warte, der steht hier vor. Ich würde mal behaupten, dass es eindeutig bessere Zugänge zu einem Lost Place gibt. Gegenüber ein Dönerladen, Leute draußen, Nachbarn, Katastrophe. Aber um welchen Ort geht es in diesem Video? Dazu brauchen wir erstmal die richtige Musik. Ihr habt richtig gesehen, wir schauen uns heute einen verlassenen Nachtclub an, in dem es damals richtig, richtig zur Sache ging. Nicht nur in der Disco, sondern auch in den Zimmern ging es heiß her. Aber kommen wir mal zum Wesentlichen, und zwar hat dieser Nachtclub im Jahr 2007 aufgrund einer Pleite schließen müssen. Seitdem steht das Gebäude leer und verfällt leider immer und immer mehr. Ich präsentiere euch den Nachtclub der Extraklasse. Viel Spaß beim Video. Juck mich rein. Ja, ich spiele, okay. Das ist das Gottloseste, was ich jemals gemacht habe. Alter, wir wurden sowas von gesehen. Wir wurden von der ganzen Döner-Crew angeguckt. Scheiße. Oh, das ist so gottlos. Alter. Polizei kommt safe. Ich zeige euch ganz kurz hier, wo wir hier sind. Das ist wahnsinnig. Kompletter verlassener Puff. Guck mal. Kompletter verlassener Puff. Komplett eingerichtet, Alter. Boah, Junge. Da, Couch. Ich zeige euch das jetzt mal ganz schnell, dass ich es euch wenigstens gezeigt habe. Weil ich muss ganz schnell Bilder machen, weil... Ich würde es nicht wundern, wenn gleich die Polizei kommt, weil wir wurden von so vielen Leuten gerade gesehen. Ja, das ist Wahnsinn. Ihr seht, das Ding ist komplett eingerichtet. Aber gut, wir machen aus. Allah, ich habe das mitgefilmt. Wir wurden sowas von erwischt gerade. Hat der telefoniert? Er guckt immer noch. Alter, das wird so schief gehen. Die Polizei kommt safe gleich. Gleich kommt die Polizei, ich sag's dir. Alter, krass. Also Leute, ihr habt gesehen, ich bin noch einmal kurz weg. Ja, aber gut, Leute. Oh Gott. Guckt euch das aber mal an. Es hat sich definitiv gelohnt. Eine schöne Kunstpflanze hier. Aber wann sieht man mal so einen komplett eingerichteten, unberührten Nachtclub? Ich meine, hier war niemand. Bisher. Niemand. Krass. Also es ist auf keiner Karte, nirgendwo drauf. Und komplett eingerichtet. Hier sieht man noch das Bett. Es ist halt 0,0 Vandalismus. Es ist nur natürlicher Verfall. Das Ding steht auch, glaube ich, schon seit knapp 20 Jahren leer. Mega, echt. Echt geil. Ist halt alles noch da. Dort ein alter Servierwagen. Hier ein Bett. Auch wieder so ein typisch altes, geiles Bett. Dort. Mit einem Radio drin. Also ich hätte niemals gedacht, ich kenne diesen Ort schon so lange. Bis wir jetzt endlich mal vorbeigefahren sind und gesehen haben, what the fuck? Das Ding steht einfach offen. Alter, wir wurden... Das ist sowas von schlimm. Aber egal. Krass. Was ist das an der Wand? Das ist halt alles Dekoration hier.
Schwarze Decke, hier haben wir Beleuchtung. Also das Ding war auf jeden Fall mal ein Nachtclub gewesen. Und ich bin wirklich geschockt. Hier wurde ja wirklich alles zurückgelassen. Wahnsinn. Wir haben gesehen, es steht offen. Und dachten uns, okay, jetzt können wir mal reingehen. Ich habe nichts erwartet, gar nichts. Und jetzt stehen wir hier drin, das Ding ist komplett eingerichtet. Hier steht noch ein Tisch. Also auf jeden Fall, das Hauptbier, was hier verkauft wurde, war Urpelz. Okay, Leute. Kleiner Cut gerade gewesen. Wir. Alles gut? Doch, ja. Alter, das ist pervers. Wir haben gerade einen kleinen Break gemacht. Ich habe Fotos gemacht, dass, wenn wir hier rausgeholt werden, dass wenigstens die Bilder für sich sprechen. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Bar. Ich habe zwar eben schon angefangen, aber das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem aufregenden Video. Verzeiht mir, wenn das jetzt nicht professionell wird. Aber es ist leider so. Bis gleich. Dort sind wir rein. Und dort gehen wir weiter. Zuallererst ist diese großen Vorhangflächen hier, die Deko an der Wand. Und hier war dann quasi so eine Art Chill-Lounge gewesen. Dort ein großer Spiegel. Es ist halt alles noch da. Dort ein riesen goldener Stern an der Decke. Sternenhimmel und Schwarzlicht sehe ich hier. Krass. Schwarze Decke. Es sieht aus wie so ein Club. Es ist ja tatsächlich auch ein Nachtclub. Hier wie die Disco-Beleuchtung, Laser, haben wir alles dabei. Komplett. Dort eine lila Decke, dort hinten schwarz. Ja, der Stern, der ist echt geil. Riesengroßer Spiegel. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Zensieren ist. Also wenn ich es zensiere, dann muss ich sehr viel zensieren. Also, naja, ist dann halt so. Hier sieht man noch eine Couch stehen. Es hat alles noch da. Komplett zurückgelassen wurde hier alles. Wahnsinn. Hier sieht man auch mal, wie unberührt das ist. Es steht alles noch so, wie es zurückgelassen wurde. Hier so ein Fächer. Wahnsinn. Also was das für ein Raum war, keine Ahnung. Vielleicht für... Ich weiß es nicht. Also für irgendwas muss dieser Raum gewesen sein. Oder es ist halt einfach eine Chill-Lounge für den Clubbereich, wo man hier so ein bisschen für sich war, wo man sich auch ein bisschen knutschen konnte und alles, kann ich mir vorstellen. Also sowas habe ich auch noch nicht besucht, in so einem guten Zustand. Es gibt hier in der Nähe zwar eins, was genauso eingerichtet war, was aber mittlerweile komplett zerstört ist. So, wenn wir hier weitergehen, von dort kommen wir gerade, kommen wir hier zur Bar. Und ihr seht, die Bar ist auch noch komplett eingerichtet. Richtig geil gemacht. Also ich kann mir vorstellen, wo hier damals Action war. Laserlicht, die bunten Lichter, alles Mögliche hat hier drin geleuchtet. Boah, das muss mal so ein Feeling hier drin gewesen sein. Wahnsinnig. Dort die Herzenlichterkette. Was das ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich nochmal irgendwelche Designelemente, die angestrahlt wurden. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das dort oben eine Schwarzlichtröhre. Das mit Schwarzlicht, das Ding, Wahnsinn. Wir gehen mal hinter die Theke. Gucken wir mal nach. Oh, Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 18 bis 4 Uhr. Ne, 20 bis 4 Uhr. Urpilz, 4 Euro. Hab ich. Mixery 4 Euro, alles 4 Euro. Was sind hier denn für Preise? Gibt es hier noch andere Preise zu sehen? Eine Flasche Champagner. 750 Milliliter. 200 Euro. Also die Preise sind sehr happig, aber ich war noch nie in so einem Nachtclub drin und weiß halt nicht, wie die normal sind. Wir dachten erst, es ist ein Puff oder irgendwas. Wir kennen uns da halt überhaupt nicht aus damit. Ihr seid in den Kommentaren gefragt, wurde hier auch S*** gemacht? Oder ist es einfach nur ein Nachtclub? Schreibt es in die Kommentare. An der roten Wand vorbei, an den Spiegeln vorbei, geht's jetzt hinter die Bar. Dass ich eines Tages mal hier drin stehe, hätte ich niemals gedacht. Und dass das so aussieht, hätte ich auch niemals gedacht. Gläser noch da, die Bilder an den Wänden. Und hier sogar der Alkohol, der zurückgelassen wurde. Hauptsächlich Urpilz-Sachen haben wir hier. Das seht ihr aber gleich noch. Eine Flasche Martini haben wir hier. Champari. Alles mögliche an Alkoholsorten. Das finde ich mega.
die Wand einfach komplett am Glitzern. Ja, hier haben die Gläser damals drin gestanden. Es hat alles auch sehr schön dekoriert mit diesen Kunstpflanzen überall. Dann Gold, dann Lila, dann dies, dann das. Aber man muss schon sagen, ein hoher Aufwand war das nicht. Das wurde einfach alles angesprayt oder mit Folie beklebt, weil, ich meine, ihr seht's, Liebe steckt da nicht drin. Das wurde einfach gottlos und lieblos angesprayt mit goldener Farbe, weil man sieht auch an der Wand, da wurde nichts abgeklebt, gar nichts. Das ist alles quasi auf die Schnelle hier so eingerichtet. Aber man muss hier auch nicht immer auf die Details achten, weil, ich meine, es war ein Nachtclub. Die Leute waren besoffen, die Leute hatten Bock, die Musik ist gelaufen, es war Schwarzlicht an, LED, Laserbeleuchtung. Und da achtet man nicht auf so kleine Details. Das ist einfach Fakt. Hier können wir sehen, die Bar, die war auch noch gut beleuchtet, schön bunt, alles Mögliche. Ja, krass. Was haben wir da oben? Champagner Duval Leroy. Eimer. Wenn ich mir das mal so angucke, die Boxen, die waren jetzt nicht wirklich was Besonderes. Hier ist wohl so ein Verstärker. Obwohl, nee, vielleicht auch für die Lichtsteuerung. Ah doch, dort konnte man den Bass regeln. Tribble. Alles Mögliche wahrscheinlich, ja. Krass. Auch hier wieder alles mit diesem Glitzerzeug ummantelt. Also ich find's geil. Auch mal so ein Lost Place haben. Es ist halt wirklich selten, so eine Lost Place zu finden. Vor allem, der ist ja noch, würde ich sagen, unberührt. Ja, ihr seht, bis auf die Natur ist hier halt nichts passiert. Aber krass, hier hat der Holzschwamm auch schon ordentlich zugesetzt. Ja, also alles, was aus Holz ist, wird hier komplett vergammeln. Auch wieder ein geiler Spiegel hier. Vielleicht auch... Ja doch, der war beleuchtet. Dort sind LEDs tatsächlich drin. Geil, Alter. Wow. Und wie man wieder hier sieht, eine gute Flasche Carlsberg Urpilz. Okay, wir gehen mal dort lang. Und zwar... Das sieht aus wie so ein Pausenraum. Oder einfach so ein Raum, wenn man mal keinen Bock hatte auf Party, wo man sich zurückziehen konnte. Oder für die Mitarbeiter, die hier auch mal ihre Pause genießen konnten. Ne? Kann man sich auch gut vorstellen. Hier haben wir noch einen kleinen Sessel. Diesmal eine gelbe Wand, alles etwas schlichter gemacht. Jo. Es sieht halt aus wie so ein typischer Pausenraum in einer Firma. Ne? Wenn man sich hier mal umguckt, ist noch ein Schrank mit Spiegel und ja, guck mal. Da haben wir Cappuccino, dort haben wir Tee, dort haben wir nochmal Kaffee, alles mögliche Zucker. Also das hier war wohl ein Raum, wo man sich mal ein bisschen beruhigen konnte, denke ich mal. Also ich kenne mich leider nicht aus, aber das würde für mich tatsächlich Sinn ergeben. Ja, krass. Ein paar Designs noch an den Wänden. Hier haben wir ein Regal, wo wahrscheinlich Gläser, Lebensmittel, alles drin gestanden hat. Da wurden auch noch ein paar Klamotten vergessen. Und Juni 2007. Ist wahrscheinlich auch das Datum, als das hier verlassen wurde. Ich meine, den Verfall, den sieht man eindeutig. Decke schon runtergekommen. Hier liegt die Tapete. Alles ist feucht hier drin. Und man muss an manchen Stellen auch wirklich aufpassen, wo man hintritt. Weil sonst tritt man ins Leere. Okay, hier sind wir auch durch. Es gibt noch einen Bereich, und zwar die Betten. Das ist, glaube ich, das, was ihr sehen wollt. Und ich denke mal, dort gehen wir jetzt mal hin und gucken uns da mal ein bisschen um, weil ich glaube, das wird auch nochmal spannend, vor allem der Flur, und ihr seht's gleich. Okay Leute, hier seht ihr nochmal die Wand und wir gehen jetzt in diesen Bereich hier und ihr seht's schon, es sieht absolut krass aus. Jetzt stellt euch das einfach mal vor, mit hier noch Beleuchtung, mit Licht, mit allem und dann auch noch Schwarzlicht, krass. Es war also kein Puff. Es war, weil ich habe den Zuschauern gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Das ist hier schon eine Bar mit Diensten, weil da hinten leider Kleidcreme und alles drum und dran. Die Zimmer sind schon so hingerichtet, wie als wäre hier Sachen. Also kann man quasi sagen, es war ein Club, wie ein normaler Club, nur ein Nachtclub. Das ist aber mit Diensten auch wo angeboten wurde. Ich denke, dass das allgemein eine Sexbar war. Also kein Nachtclub für normale Leute, sondern einfach ein Strip. Club. Weil die haben erst von 22 Uhr bis 4 Uhr aufgehört. Und das macht keine normale Kneipe. Stimmt auch. Das war keine normale Kneipe, das war einfach ein Erotikbar. Sagen wir mal so, okay, Puff, aber Erotikbar. Ja. Bei jeder Autotür denken wir, die Zeit ist gleich da.
Okay, bevor die Polizei kommt, will ich euch auf jeden Fall mal hier die Räume gezeigt haben. Hier haben wir ein Zimmer und wie der Dominik schon gesagt hat, ich glaube auch, dass hier Dienste erledigt wurden. Na, kein normaler Club. Ich meine, man sieht es auch an den Wänden. Nackte Frauen überall, wo man hinschaut. Muss ich sagen, finde ich jetzt nicht schlimm. Tisch noch mit einer Tischdecke drauf. Ah, den Raum habe ich ja eben schon gezeigt, fällt mir ein. Mit dem Radio drin. Aber das da ist ja irgendwie gottlos, ne? So eine Kinderlampe mit Nemo drin. Ja, ja. Krass. Im Schrank haben wir nicht mehr so viel. Da haben wir Ersatzkabel, so eine Herzchenlampe haben wir da, so eine Lichterkette. Ein paar Haken noch und ja. Halt ein bisschen Einrichtung in den Schränken noch drin. Dort hinten wieder Karlsberg Urpilz. Darf natürlich nicht fehlen. Aber ja. Den Raum seht ihr jetzt noch einmal im Überblick hier. 70er Jahre Bett, würde ich jetzt mal sagen. Badezimmer. Finde ich auch geil. Eine gelbe Glühbirne hier drin. Also, das ist so ein Lost Place, wo ich sage, das wäre sowas von geil, wenn hier noch das Licht gehen würde. Das wäre, Alter, das wäre brutal. Jetzt kommen wir in den letzten Raum. Und dann haben wir hier. Ja. Was, man kann sich nicht vorstellen, was das für Räume waren. Hier ist einfach so eine Couch drin. Ja, ein bisschen shaggy, Fummel, Fummel und sowas. Ja, stimmt. Ich nenne ihn einfach mal der Fummelraum. Hier haben wir eine Couch drin stehen, eine schön gemütliche wahrscheinlich. Dort noch so ein kleines Schränkchen, wo Blumen draufstehen. Aber wenn man mal genau guckt, das ist alles mit Stoff überzogen hier. Geil. So, hier haben wir nochmal einen Spiegel. Das wird so anstrengend, das Video zu schneiden. Aber egal. Was ich halt cool finde, sind die Kunstpflanzen. Das macht auf jeden Fall nochmal ein bisschen Leben und ein bisschen Feeling hier rein, würde ich sagen. Oder was sagst du? Eieieiei. Ich finde die Einrichtung so, ich kann mir das... Also bei dem Ding kann ich es mir richtig, richtig gut vorstellen, wie das mal ausgesehen hat, wo das noch in Betrieb war. Und ich glaube, das ging richtig, richtig ab hier. Na? Aber hier ist schon ewig kein Leben mehr drin. Schon seit fast 20 Jahren. Gut. Haben wir noch einmal den Flur. Gefällt mir echt gut, ne? Ja, ist halt so typisch Haus. Typisch, es ist typisch. Typisch. Aber bei uns gibt es ja noch einen Puff. Der war wahrscheinlich genauso eingerichtet, der in... Ja. Guck, wie das Ding mittlerweile aussieht. Ja. Das war ja genauso ein Zustand mal. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber das gut, das Ding ja war ja Jahrzehnte halt zu, ne? Das Ding war halt Jahrzehnte zu. Nie Kenner sich drum gekümmert oder sonst irgendwas. Und jetzt steht, ist die Scheibe kaputt, auch, ne? Ja. Also, ja. Gut, das Problem ist aber auch, hier traut sich aber auch Kenner ran, wenn das Ding mit der Hauptschoss leitet, der fährt in Sekundentakt ein Auto vorbei. Bis du deiner am Bauzaun bist und so und es hat vorhin mindestens 30.000 Bilder da. Aber anscheinend hat niemand was gemacht. Aber bis jetzt ist anscheinend nichts passiert. Die wären schon da gewesen. Ja, nee. Kommt immer drauf an. Manchmal dauert es länger, manchmal nicht. Aber ich glaube nicht, dass wenn die uns hier rausführen, dass das wirklich einen Brief gibt, weil das da ist keine Sicherung. Die, gut, die war halt mal zu irgendwann, ne? Die ist mittlerweile. Die war zu? Ja. Wie gesagt, ich denke, alles, was kommt, der nimmt das in der Anruf hat. Das ist meistens den Dönerläden, die Leute, ist das ja scheißegal. Die wollen ihr Kebab essen und sind froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Ich halte nur Wache, weil ich mit meinem Video schon fertig bin, falls sie doch antanzen, dass wir es wenigstens alle auf Video. Genau, und wir gehen weiter. Ich möchte euch auf jeden Fall nochmal den Raum hier zeigen. Und ich möchte mich, ja komm, das muss eigentlich gemacht werden. Ich setze mich auf einmal für euch auf den guten Hocker. Ah. So, Kellner, ich hätte gern einen Karlsberg-Urpilz. Aus dem Fass. Die Stühle drehen sich noch. Ich bin ehrlich, ich kann es mir wirklich gut vorstellen, wie das hier mal abgegangen ist. Was hier für ein Leben drin war. Und ich denke auch, dass das Ding sehr gut besucht war. War auf jeden Fall eine Raucherkneipe. Beziehungsweise ein Raucherclub. Ja. Nie hätten wir gedacht, dass das Ding so von innen aussieht. Nie. Nicht im Traum. Wir dachten immer, wo wir vorbeigefahren sind, das sieht von außen sowas von schlimm eingestürzt aus. Aber wir sind drin und es ist einfach noch komplett ingerichtet. Das ist auf jeden Fall krass. Und eine Sache muss ich euch auch noch zeigen. Hier führt einfach eine Leiter hoch. Aus dem Dach dort oben raus. Weil das Dach dort
ihr seht, schon komplett eingekracht ist. Also, ja, also dort regnet es auch immer, wenn es regnet, rein. Hier wurde auch schon wahrscheinlich, also ein bisschen wurde hier geräumt, würde ich mal sagen. Wo das Ding verlassen wurde, wurde hier definitiv ein bisschen geräumt. Das sieht man auf jeden Fall. Ja, aber sonst wurde hier einfach alles stehen und liegen gelassen. Und ich meine, man sieht, wenn der Ort bekannt wäre, dann wären diese Spinnenweben hier definitiv nicht mehr da. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache Fotos. Guck mal, ob wir... Ja, auf den Leuten. Also, kann ich gehen jetzt... Oh, warte, da kommt jetzt schon... Da kommt so ein richtig aggressiver Opa, warte. Okay, die anderen gehen rein. Warte, bis der Opa vorbei ist. Ah, ja. Raus. Ja, Leute, wir warten jetzt noch kurz, bis an der Straße nicht mehr viel los ist. Da steht die Frau direkt am 2 Uhr, Alter. Und dann, auf jeden Fall geht es dann gleich sofort raus und schnellstmöglich. Alter, der steht hier vor. Ich doch kein Friseur an. Ja, Leute, der steht direkt hier davor. Ja, direkt beim 2 Uhr. Also, ich muss jetzt noch kurz einen Moment warten. Was ist das? Ich sag, wenn er weg ist. Was haben die da drin gemacht, ne? Wow, und einen Trink trinke. Das will ich sagen, einfach raus, oder? Oh, fuck. Ja, Leute, wir wurden nicht erwischt. Oder doch? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut bei beiden vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Euer Lerner-Mix. Ciao.